In Hillsborough Bay hat Irma bereits das Wasser aus der Bucht gesogen. Boote liegen hier auf dem Trockenen. Anwohner spazieren am Sonntagnachmittag durch die leere Bucht, noch fasziniert von dem ungewohnten Anblick. Ich habe es noch nie so leer gesehen hier. Geflutet schon ein paar Mal, aber noch nie so leer. Ums Wasser mache ich mir keine Gedanken, eher um den Wind. Das Problem sind die Fenster, wenn Trümmerteile umherfliegen. Gott bewahre, dass sie kaputt gehen. Der Sturm trifft die Bewohner unvorbereitet. Mit einigen wenigen Sandsäcken versuchen sie notdürftig, ihre Häuser zu schützen. Manche verlassen noch schnell die Stadt. Auch der Tierpark Busch Gardens evakuiert seine Schützlinge. Die Menschen, die hier bleiben, versuchen mit Optimismus dem Sturm zu trotzen. Das ist nicht mein erster Sturm. Ich sitze den einfach aus. Bei der Polizei habe ich mich schon registriert. Solange jemand weiß, wo ich bin, ist alles gut. Über Facebook halte ich außerdem mit Familie und Freunden Kontakt. Um 2 Uhr nachts Ortszeit wird Irma in Tampa erwartet. Kritisch wird es vor allem dann, wenn das Auge durchgezogen ist, denn dann kommt die Flut.